zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es um ein ballistisches Wettermessgerät und zwar um das Kestrel 5700 Elite. Das ist ein neues Gerät, was ich benutze und ich vergleiche es auch mit meinem alten Gerät, das NV3500. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Beim Long Range setze ich ja Wettermessgeräte ein und zwar die kleinen von Kestrel, die sind sehr zuverlässig. Die werden auch für professionelle Anwendungen gebaut im zivilen Bereich und natürlich auch im militärischen Bereich. Das heißt, sie haben eine gute Qualität und sie sind ja auch fast unkaputtbar. Vielleicht kennt ihr das aus meinen anderen Videos. Ich habe ja bisher immer das etwas einfachere Gerät verwendet und zwar das NV3500. Das habe ich in einem anderen Video vorgestellt. Das Gerät funktioniert hervorragend und reicht für die meisten Zwecke völlig aus. Natürlich wollte ich ein bisschen mehr Komfort und die grundlegenden Dinge, die das Gerät messen kann, kann das andere Gerät natürlich auch messen. Aber es hat natürlich noch einige Vorteile. Die möchte ich heute mal vorstellen. Das Gerät kommt in einer kleinen, unscheinbaren Schachtel. Ja, das ist einfach nur so eine Pappschachtel. Und da ist das Teil dann einfach reingelegt. Darunter liegt dann noch eine kleine Hülle. Also es ist jetzt hier das Teil. Und in diesem Kasten gibt es noch so ein kleines Etui. Da kann man das reinstecken, so einen Stoffbeutel. Und die Anleitungen sind hier drin. Auch zwei Batterien liegen auch drin. Das war es dann schon. Ja, und ein kleiner hübscher Aufkleber. Das dazu, das kommt irgendwann im Müll. Das Gerät selber ist im Vergleich zu dem anderen Gerät, ich hole es mal da raus, so ein Benzel gibt es natürlich auch dazu. Im Vergleich zum anderen Gerät ist das genauso groß fast, also es nimmt sich nicht viel. Ist ein klein bisschen schwerer und vielleicht ein ganz klein bisschen tiefer, aber nicht sehr viel. Das Gerät hier hat ja eine Hülle, das ziehe ich raus und die Hülle bleibt hier an dem Ding hängen und ich kann das einfach wieder reinziehen. Das ist eine praktische Sache, das funktioniert hervorragend und der Schutz ist auch sehr gut. Ja, also ich finde den Schutz sogar besser als bei dem neuen Elite, bei dem 5700. Andere Versionen sehen auch so aus. Das heißt, hier ist so eine Klappe zum Aufmachen für das Windmessrad, was man übrigens wechseln kann ohne Werkzeug. Und das kann sich dann bewegen. Wenn ich die zuklappe, ist das Ding wieder dicht. Das Einzige, was ungeschützt ist, was ich auch nicht so prickelnd finde in dem Moment, ist, dass der Sensor hier für die Temperatur, ich weiß nicht, was er noch misst, muss ich mal gucken, ungeschützt ist und quasi durch Gegenstände zerstört werden kann, wenn man den zum Beispiel in die Hosentasche steckt. Das finde ich suboptimal. Ja? Die Hülle könnte ruhig ein bisschen weiter sein, damit sie das Ding hier mit abdeckt, dann wäre das Ganze gelöst. Aber wahrscheinlich soll das so sein, damit, wenn der Windkanal hier abgedeckt ist, dass hier trotzdem der Luftzug durchgehen kann, wenn ich diese Klappe nicht aufhabe. Das macht wahrscheinlich auch Sinn. Und das Ganze muss ich auch bewährt haben, denn die sind genauso auch beim Militär im Einsatz. Also von daher ist das wohl eher kein Problem. Das Gerät gibt es in verschiedenen Versionen. Und das ist ein Problem, wenn ihr per Bluetooth auf ein Handy oder auf ein iPad oder sowas ähnliches, ein Tablet, irgendwas zugreifen wollt. Also da geht Android, da geht auch iOS. Dann müsst ihr darauf achten, dass ihr unten drauf steht Link. Ja, es gibt auch dieses komische Doppelzeichen und das bedeutet, dass das Ding einen anderen Verbindungsanschluss hat, also kein Bluetooth dann. Es gibt zwei verschiedene Versionen, eine mit Bluetooth und eine ohne. Die hat dann so eine andere Version von Verbindungsanschluss, die ich aber nicht weiter kenne, die ihr dann aber nicht mit dem Telefon, also irgendwas mit dem iPad oder so nutzen könnt. Das wäre natürlich blöd. Ich zeige euch nachher, wie das ganze Ding mal mit dem Telefon verbunden wird, sodass ihr das sehr komfortabel nutzen könnt. Ihr könnt das natürlich auch ganz normal nutzen, genau wie das alte Gerät. Also da seid ihr völlig frei. Natürlich ist das Gerät wasserdicht und wird mit normalen Batterien betrieben. Ja, der Akku in diesem Gerät ist im Gegensatz zu den anderen Geräten sehr einfach gehalten. Das heißt, hier ist eine Mignon-Batterie drin und das ist natürlich sehr vorteilhaft. Lässt sich auch einfach auf- und zumachen. Hier ist so ein kleiner Schieberegler unter. Und eine Mignon-Batterie, da kommt noch was immer ran. Da geht vielleicht auch ein Akku. Und bei dem alten Gerät hier oder bei der anderen Version, da muss man immer so eine CR-Batterie haben, hier so eine Lithium-Ionen-Schallplatte.
Und das ist dann schon schwieriger, an die ranzukommen, wenn man die irgendwo, wenn die alle ist oder wenn man im Ausland ist. Das ist alles schon nicht so einfach. Das 5700 hat ja eine Menge Funktionen und ich werde euch einige davon vorstellen. Die könnt ihr natürlich alle in der Bedienungsanleitung nachlesen, aber einige Dinge möchte ich euch hier mal zeigen, sodass ihr erkennen könnt, wie komfortabel das Ganze ist. Es hat ja einen Ballistikrechner drin und dieser Ballistikrechner macht natürlich viel aus. Ich brauche zum Berechnen für normale Verhältnisse, brauche ich keine extra Software. Das heißt, ich brauche keine Tabelle und ich brauche keine Software in einem iPhone oder in einem anderen Telefon, sodass ich nur mit diesem Gerät auskomme, was natürlich dann auch wasserdicht ist gegenüber anderen technischen Geräten und auch weniger Akkuleistung braucht, weniger geht kaputt. Also, na, das ist schon ein riesengroßer Vorteil. Das lässt sich jetzt halt natürlich bezahlen. Die Geräte sind relativ preisintensiv, das ist das Problem dabei. Ja, dann zeige ich euch mal die Funktionen und versuche mal ein paar Dinge zu erklären und zeige euch auch die Connection zum Telefon dann. Bei dem 3500er hat man ja gesehen, wenn man das hier durchschaltet, dann kommen die einzelnen Messwerte. Man kann nur immer nach rechts und links hier durchschalten. Je nachdem, was ich bei dem kleinen Gerät hier drücke, zum Beispiel hier könnte ich jetzt in Fahrenheit umstellen, ja, also Mitte, Außen und wieder zurück in Grad Celsius. Und manche Dinge kann man auch Referenzen einstellen, zum Beispiel hier, wenn ich zurückgehe auf die Höhe zum Beispiel oder auf den Luftdruck. Na, das ist jetzt die Uhrzeit, hier ist die Höhe. Wenn ich jetzt die beiden drücken würde, dann kann ich den Referenzluftdruck einstellen, sodass das ganze Ding dann geeicht ist. Ne? Wenn ich hier dann wieder drauf drücke, bin ich wieder zurück. Das gleiche kann ich natürlich beim Barometer machen. Wenn ich die beiden drücke, kann ich die Referenzhöhe einstellen. Ja? Also man kann schon mit den drei Knöpfen hier genug einstellen. Und hier sind die einzelnen Parameter, die ich in dem anderen Video beschrieben habe. Ja, Chillfaktor und solche Sachen gibt es hier auch. Natürlich die Luftfeuchtigkeit und bestimmte Rechengrößen, die das Gerät dann ausrechnet. Das war es dann aber schon. Also Wind und Luftdruck sind dabei, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dann werden bestimmte Dinge berechnet. Das zu dem 3500er. Die Grundeinstellung von dem Gerät, die mache ich über dieses Zahnradsymbol und jetzt bin ich im ganz normalen Wettermodus, den kann ich umschalten auf Ballistik und auf einfach. Das ist LCHC, soll leicht bedeuten. Die Sprache habe ich schon auf Deutsch umgestellt. Ich lasse das mal auf Wetter. Hier gibt es die Daten noch als ja, Grafik quasi. Das wäre die Einstellung zur Temperatur. Wenn ich jetzt nach oben und unten schalte, komme ich zu den anderen Werten. Hier zum Beispiel der Chillfaktor. Dann kommt die Luftfeuchtigkeit. Wenn ich jetzt nach rechts und links gehe, habe ich hier genau das gleiche wie bei der Temperatur. Dann sieht man den Hitzeindex, hatte ich schon bei diesem Gerät erklärt. Dann den Taupunkt, ne, das ist, wann kondensiert Wasser, also in der Luft oder an irgendwelchen Flächen. Es gibt noch einen Feuchtkugelwert, den kann man hier ablesen. So, ich komme mal zu den Druckanzeigen. Der normale Druck, der hier gemessen wird, ist 119,5 in diesem Moment. Ich verifiziere das gleich mal mit dem Druck, der hier vor Ort herrscht, über den Wetter-App und über den Sensor vom iPhone. Mal sehen, ob das das gleiche ist. Und wenn ich jetzt einen tiefer gehe auf das Barometer, dann habe ich hier eine Referenzhöhe von 0. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe mal eingeblendet, wie hoch ich gerade bin. Für den Barometerwert habe ich jetzt mal die Referenzhöhe eingegeben. Ich messe jetzt hier gerade 36 Meter, 37 Meter. Das schwankt hier mal ein bisschen. Also ich kann hier in der Mitte reingehen und dann gehe ich hier einfach auf Höhe und kann hier umstellen 36 oder 37 Meter. Das ist immer ein ganz schöner Unterschied, 1 Meter. Und ja, dann gehe ich wieder zurück. Ich habe mal 37 Meter eingegeben und guck mal jetzt in der Wetter-App. Ich gucke mal, wie ist der Luftdruck? Da steht der Luftdruck da oben. 10,23,2, hier wird angegeben 10,24,1 und gemessen wird 10,19,1 mit dem iPhone in diesem Fall. Ich gehe mal hoch hier, Druck ist 10,19,6, erwacht hier, oh ja, das schwankt ja auch ein bisschen, 10,19,2. Wenn ich jetzt auf die Höhe gehe, ja, die Höhe 29 Meter steht jetzt hier, da muss man natürlich auch einen Referenzdruck eingeben und ich hatte hier einen Referenzdruck von, was war das? 23,9, 10, 23,9.
glaube ich. Ihr seht schon, wie die Anzeige sich verändert. Und bei 36 Metern wären wir richtig. Und ihr seht schon, je nachdem, wie das hier schwankt, immer mit dem Luftdruck, schwankt auch die Meterzahl ein bisschen. Aber 36 Meter würde jetzt natürlich stimmen, weil es umgekehrt auch mit dem Druck übereinstimmt. Ich schalte mal weiter durch. Ja, Barometerhöhe war jetzt hier. Jetzt kommt die Dichtehöhe. Die Dichtehöhe ist ein ganz spezieller Wert. Und hier habe ich eine Verbindung zum Windmesser. Und ich kann immer mehrere Werte gleichzeitig angeben lassen. Zum Beispiel hier die Temperatur, dann die Luftfeuchtigkeit und ich glaube, der Taupunkt ist jetzt hier angegeben. Ja, ihr könnt verschiedene Wertepaare hier gleichzeitig ablesen, was natürlich nicht schlecht ist. Hier genauso. Hier habt ihr einmal den Druck, die Höhe und die Dichtehöhe, die dann angegeben ist. Jetzt bin ich bei der Zeit angelangt und beim Datum. Den Wind kann ich natürlich messen. Dazu müsste ich das Gerät natürlich aufmachen und mal reinpusten. Und dann zeigt er mir die Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde an. Oder ich verändere das wie immer und könnte hier angeben km/h, Knoten, Meilen per Stunde, FPS, also Feet per Sekunde. Und bin dann wieder bei Meter pro Sekunde. Seitenwind, das ist natürlich gerechnet. Das hat damit zu tun, von wo der Wind kommt. Und das muss dann über die Windfahne eingestellt werden. Der hat ja auch einen Kompass drin. Beim Gegenwind ist es genau das Gleiche. Und dann bin ich wieder bei der Temperatur. Das sind die grundlegenden Messwerte, die ich in dieser Funktion abrufen kann. Es gibt dann natürlich den Ballistikrechner. Ich nehme mal die normale Anzeige. Man stellt hier einfach oben auf das Zahnradsymbol weiter auf Ballistik und wieder zurück. Man kann natürlich hier bei dem Zahnradsymbol jetzt alles Mögliche einstellen. Ich habe mal Bluetooth eingeschaltet. Der Datenport ist ausgeschaltet. Es gibt Speicher, Grafik, Displayverstellung, System und so weiter. Ich gehe mal die einzelnen Daten durch hier in dem Ballistikprogramm. Ich habe jetzt die Anzeige, wo oben steht E85,09 Klicks, nach unten. Das heißt, ich muss natürlich den Abfall der Höhe ausgleichen und ich habe zwei Windgeschwindigkeiten eingegeben. Und zwar da bei W steht einmal 0, da habe ich 0 Meter pro Sekunde und daneben 2 Meter pro Sekunde. Das ist die zweite Windgeschwindigkeit, die angegeben wird. Und die kommen beide aus 9 Uhr. Das habe ich jetzt im Kestrel auch angegeben. Ich zeige erstmal hier auf dem Gerät, was eingestellt wird. Ja, das Ziel wird eingestellt. Ich habe hier eine Zielentfernung. Ziel A ist ein aktives Ziel. Das kann sich also auch bewegen. Da kann ich die Bewegung einstellen und kriege dann natürlich andere Vorhaltemaße. Das ist die Gradzahl und der Winkel. Ich könnte den Cosinus auch noch verstellen. Die Zielgeschwindigkeit habe ich jetzt mit 0 Meter pro Sekunde angegeben bei diesem aktiven Ziel, weil ich mal das vergleichen will mit dem Kestrel. Also das Gerät kann noch mehr, mein Kestrel. Und ich will das vergleichen mit dem Strelok. Ich habe den Wind aus 9 Uhr angegeben, einmal mit 0 Meter und einmal mit 2 Meter. Damit man das vergleichen kann und damit ich auch sehe, ob er richtig rechnet. Das waren die Zieleinstellungen. Die Windeinstellungen kann man jetzt hier nochmal sehen. Die kann ich auch hier verstellen, will ich aber nicht. Dann kann ich die Waffe nochmal einstellen. Da gebe ich ein, die V0, 870 Meter pro Sekunde hat die. Und ich könnte die jetzt kalibrieren. Ich habe die V0 Temperaturabweichung eingegeben, weil ich habe die 870 Meter bei 14 Grad geschossen. Ja, das kann ich jetzt eingeben. 14 Grad könnte ich einen neuen Eintrag machen oder die 14 Grad verändern hier. Ja, ich könnte zum Beispiel raufgehen und sagen 15 Grad, die Einschießtemperatur. Habe ich also gemacht. Das gebe ich in Strelok natürlich auch ein. Ja, ich gebe noch den Berechnungskoeffizienten ein, G7 in diesem Fall, also dieses Modell. Nach G7 soll er rechnen, mein BC 0,351. Meine Grenzahl vom Geschoss 250 Gren, das Geschoss selber eine 338, in Zoll natürlich. Das ZF, auf was ich das eingeschossen habe, ich schieße mal von der Meter ein. Meine Höhe vom ZF muss ich natürlich ausmessen, 5 cm sind das. Ich habe, das ist der Höhenversatz, ich habe keinen Höhenversatz und ich habe natürlich auch keinen seitlichen Versatz, kann man aber eingeben. Mein Drall, Rechtsdrall 1 zu 10 in Zoll und die Höheneinheit in Klick bei mir
und die Seiteneinheit jetzt mal in Zentimetern, damit man das Ganze ja, verfolgen kann hier. Weiterhin kann ich die Umgebungsvariablen ansehen. Ich habe hier live genommen, damit ich nichts eingeben muss. Natürlich misst das Gerät jetzt alles. Den Breitengrad habe ich mal mit 0 Grad eingestellt, weil ich die Corioliskraft hier mal außer Acht lassen will. Der kann natürlich die Coriolis-Abweichungen berechnen. Dann gebe ich einfach den Breitengrad an, wo ich mich befinde. Temperaturangabe, der Druck, dann die Luftfeuchtigkeit. Das ist hier die Höhendichte, damit rechnet er quasi nachher. Das ist der umgerechnete Luftdruck. Spindrift, habe ich mal gesagt, soll er nicht berechnen, macht aber eine ganze Menge aus, mache ich normalerweise. Ich will das mal vergleichen mit dem Strelok hier, deswegen habe ich die auf 0 gestellt oder auch ausgestellt. Ich kann hier eine Tabelle angeben, welche Schrittweite er mir das berechnen soll. Immer für Wind 1 und Wind 2 kann ich umschalten. Okay, hatte ich vorhin schon erklärt, Mehrfachziele kann ich angeben, ist sehr, sehr schön. Kann ich also verschiedene Ziele angeben. Ich habe mal 1000 Meter, zweimal 500 und einmal 100 Meter. Und ihr seht sofort die Ergebnisse mit unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten auch. Ja, das lässt sich alles eingeben. Auch die zweite Windgeschwindigkeit kann man getrennt voneinander eingeben. Insgesamt für 10 Ziele. Also eine tolle Sache. Alle Ballistikdaten, zum Beispiel Entfernung, die Höhe, also das, was ich einstelle, Wind 0 und Wind 2 bei 2 Meter pro Sekunde aus 9 Uhr. Das Vorhaltemaß, die Coriolis-Abweichung vertikal ist natürlich hier weg, dann die Coriolis horizontal ist auch weg, weil ich sie abgestellt habe. Bei 0 Grad, bei 0 Breitengrad Spindrift habe ich ausgeschaltet. Das ist hier die Gegenwindabweichung, die habe ich natürlich jetzt nicht. Das ist hier die Geschossspur, interessiert mich erstmal nicht. Das ist die Restgeschwindigkeit im Ziel, die ist natürlich interessant für Jäger zum Beispiel. Und natürlich die Restenergie, die ich auch umschalten kann in FutLB und in Joule. Also 1900 Joule ist eine ganze Menge, was dann noch bei 1000 Meter ankommt. Meine Flugzeit 1,5 Sekunden ungefähr. Meine maximale Flugbahnhöhe mit 2,87 Meter und der Geschossabfall insgesamt mit 9,70 Meter hier. Die Entfernung, wo das Geschoss noch genau bleibt, das nennt sich dann transonischer Bereich. Und hier ist der subsonische Bereich, das heißt, da geht es nachher in Unterschall und das Ganze wird ja schon deutlich ungenau ab 1400 Meter. 1200 Meter ist es auch nicht mehr so toll. Das sind die ganzen Ballistikwerte. Jetzt kann ich noch die Waffen verwalten. Das war's. Das sind also die Angaben. Ich schalte mal wieder um. So, ich zeige euch mal, wie man das Gerät verbindet. Ja, man muss hier auf dem Gerät einstellen. Ich stelle es mal um auf Ballistik und hier im Gerät muss man einstellen Bluetooth ein, kann man ein- und ausstellen, ist jetzt eingestellt und das war schon, mehr muss man hier gar nicht machen. Jetzt vergleiche ich das Ganze mal mit dem Strelok. Ich habe hier 85 Klicks und logischerweise bei 0 Wind habe ich 0 Abweichung und bei 2 Meter pro Sekunde aus 9 Uhr habe ich 77,3 cm nach links vorhalten. Ich hole jetzt mal die Wetterdaten aus dem Kestrel. Jetzt verbindet er sich mit dem Kestrel. Und er hat das Elite erkannt mit der Nummer so und so. Und die Daten übernehme ich jetzt mal einfach und sichere die. Jetzt kann ich die Daten eingeben. Ich gebe mal hier die 2 Meter pro Sekunde aus 9 Uhr ein, habe ich hier. Und berechne das Ganze. Er hat jetzt 85,6 Klicks. Er hat hier 85,2 Klicks an der Stelle. Gut, die ganz kleine Abweichung. Muss ich mal gucken, woran die liegt. Und ich habe 78,2 cm Vorhaltemaße, hier sind 77,3, das ist jetzt ein 0,9 cm, also 9 mm Abweichung. Ich denke mal, das kann man hier verschmerzen, ne? Das merkt man sowieso nicht auf dieser Entfernung. Ja, das sind die Dinge, die ich hier auch eingegeben habe. Mein GC zum Beispiel hier, die 870, den BC an der Stelle. Ja, ich müsste eigentlich umschalten auf Single BC, vielleicht kommt daher die Abweichung. Ja, man sieht, das sind also hier die gleichen Werte wie da. Ja, diese kleine Abweichung, die spielt erstmal keine Rolle. Ich kann natürlich jetzt auch Spindrift und solche Sachen einstellen. Kestrel hat selber auch ein Programm, was die ganzen Sachen angeben kann. Das heißt, es ist auch sehr, sehr, ja, sehr gut, das Ding. Ich könnte hier zum Beispiel erstmal sagen, okay, verbinde mich mit dem Gerät, das macht er dann. Und er sagt dann, okay, connected.
Jetzt ist alles connected und ich sehe jetzt, je nachdem, was ich hier einstelle, zum Beispiel die Range 1000 Meter. Jetzt habe ich hier 1000 Meter eingegeben und jetzt sagt er mir, welche Einstellung ich vornehmen muss. Abweichung. Also er nimmt natürlich jetzt die Werte von dem Gerät. Ich rechne hier nicht neu. Aber ich kann das Gerät jetzt auf eine Windfahne stellen. Das ist das Schöne. Und habe meine am Platz, wo ich schieße, habe ich natürlich jetzt meine Angaben ganz genau. Man kann natürlich den Wind jetzt direkt übertragen lassen. Vorher muss man den Kompass kalibrieren. Habe ich gerade mal gemacht. Dafür muss man den drehen einfach. Da gibt es eine Anleitung online. Also hier auf dem Gerät. Und jetzt erfasse ich den mal. Und jetzt mache ich mal. Ihr seht ja die Berechnungen hier auf dem Gerät, sind die live. Natürlich habe ich jetzt irgendeine Windrichtung. Ich muss das Ding eigentlich senkrecht stellen. Jetzt hat er irgendeine Windrichtung bei 12.30 Uhr. Ich nutze das normalerweise nicht, weil der Wind im Ziel meistens völlig anders ist. Das soll als erster kleiner Überblick genügen. Also ich habe euch jetzt gezeigt, was das Gerät selber kann und wie die Connection ist zu verschiedenen anderen Sachen, also zu Strelok oder zu dem Kestrel eigenen Programm oder der eigenen App. Das war's zum Kestrel 5700 Elite und ich habe mal das ab und zu mit ins Spiel gebracht, das 3500er NV. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, welche Geräte ihr benutzt und vielleicht auch welche Software ihr benutzt. Ihr habt ja gesehen, dass ich hier Strelok einsetze, aber auch das Programm von Kestrel. Beide lassen sich verbinden, das ist natürlich ein schöner Vorteil für dieses Gerät. Ich kann das, was ich brauche, aber auch eintippen, wenn ich dieses Gerät benutze. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war's für heute. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.